Sag mir, was ist Caritas? Caritas, was heißt denn das? Du kannst Nächstenliebe dazu sagen. Und was heißt das nun? Darf ich fragen? Klar kannst du, ich zeige es dir, komm doch einmal mit mir. Siehst du dort drüben dieses Kind? Es kann nicht sehen, es ist blind. Und schau mal hierher, Willibald, der ist wirklich schon sehr alt. Frau Lisi Meier kann nicht gehen, du kannst sie nur im Rollstuhl sehen. Da drüben ist ein Mann gesessen, der hat heute nichts zu essen. Wie du weißt, dein Freund Karim muss aus seiner Heimat fliehen. Und rate, worauf Tim und Mira warten? Sie wollen in den Kindergarten. Ja, das alles sehe ich nun. Doch was hat das mit der Caritas zu tun? Das Kind vorhin ist blind gewesen, doch in der Caritas lernt es mit den Fingern zu lesen. Herr Willibald ist nicht allein, denn er wohnt in Seniorenheim. Frau Meier im Rollstuhl lebt lieber daheim, doch sie kann nicht ohne Hilfe sein. Jeden Tag kurz vor der Jause kommt jemand von der Caritas zu ihr nach Hause. Der arme Mann, der Hunger hat, wird in der Wärmestube satt. Wo musste dein Freund Karim auch fliehen? Er konnte in ein Flüchtlingshaus der Caritas ziehen. Hier wird ihm die Hilfe gegeben, die er braucht für ein neues Leben. Und im Kindergarten der Caritas haben nicht nur Tim und Mira Spaß. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Caritas ist, dass man den Nächsten nicht vergisst. Und eins ist klar, in jedem Falle, Caritas, das sind wir alle.